Der Mensch ist keine Nummer. Der Mensch ist nicht nur eine Nummer. Von Monika Langova. Wir erfuhren, was die Begriffe Freiheit, Unterdrückung, Demokratie und Totalität bedeuten. Man hatte uns über ihre Bedeutung, ihre Begleiterscheinungen informiert und wie sich das alles auf das Leben der Menschen auswirkte, die damit in Berührung kamen. Die Stellung des Menschen änderte sich im 20. Jahrhundert. Es entstanden aber in einigen Staaten Regierungen, die sich als Retter aller jener aufspielten, die mit dem bisherigen Regime unzufrieden waren. In der Folge erwiesen sich die Regierungen als böser Traum. Das erste Regime dieser Art war im 20. Jahrhundert der Kommunismus, der in Russland entstand. Trotz aller Versprechungen von einem besseren Leben wurde die schrecklichsten Institutionen in der menschlichen Geschichte eingeführt. Die Konzentrationslager, Gulag genannt. Millionen von Menschen wurden dort gefangen gehalten, weil sie mit der bolschewistischen Regierung nicht einverstanden waren und sie somit als gefährlich eingestuft wurden. Eine Nummer wurde ihnen zugeteilt und sie wurden aller Bürger- und Menschenrechten entledigt. Sie wurden auch physisch gequält durch Hunger, Kälte und Entschöpfung. Man erniedrigte sie auf unmenschliche Weise. Millionen dieser Nummern, unschuldiger Menschen, verschwanden für immer aus dieser Welt, ohne jegliche Spur zu hinterlassen. In Italien, Spanien und besonders in Deutschland entstanden weitere totalitäre Regime. Der Faschismus gelangte an die Macht. Diese Regime waren in vielem dem Kommunismus ähnlich. Konzentrationslager, Fabriken zur Menschenvernichtung überzogen Europa. Und Menschen aus der ganzen Welt kamen darin um. Der Faschismus war auf die Vernichtung von rassisch unterschiedlichen Volksgruppen, Juden und Zigeuner ausgerichtet. Alle Nicht-Arier wurden als minderwertige Rassen angesehen und sollten den Ariern als untergeordnete Arbeitskräfte dienen. Völker, die der deutschen Expansion im Wege standen, sollten in entlegene, unbewohnte Teile im Osten ausgesiedelt werden. Wieder einmal wollte sich ein Regime all jener entledigen, die nicht mit allem einverstanden waren. In allen besetzten Ländern jagte die Gestapo unschuldige Menschen, Angst und Schrecken ein. Wieder gab es Verhaftungen, unmenschliche Verhöre, Hinrichtungen ohne Gerichtsverhandlungen und Einweisungen in Konzentrationslager. Auf die Arme wurden Nummern eintätowiert, an Baracken, in denen sich Häftlinge befanden, um dort auf ihren Tod zu warten, wurden Nummern befestigt. Und Gaskammern und Kamine der Verbrennungshöfen wurden nummeriert. Transporte, weiteres Material in die Vernichtungslager deportierten, trugen Nummern. Unsere Stadt liegt in der Nähe der kleinen Festung von Theresienstadt. Die Stadt selbst wurde zu einem Ghetto umfunktioniert. Dort litten zehntausende Juden und warteten auf ihren Transport in andere Konzentrationslager. Der Faschismus wurde besiegt und die Welt atmete auf. Man wartete auf bessere Zeiten und wirkliche Freiheit. In den meisten Ländern Europas war es so. Aber einer der Hauptgewinner des Krieges war die Sowjetunion, deren Hauptbestreben es war, wenn nicht die ganze Welt, so doch einen Teil zu beherrschen. Und wieder brach eine Zeit der Nummern an. Aktennummern, inszenierter Prozesse, Nummern der Verurteilten und Nummern, die Anzahl der Nummern der Verurteilten und Nummern, die Anzahl der Nummern der Verurteilten und die Nummern, die Anzahl der Hingerichteten angaben. Und wieder Häftlingsnummern.
Sie wurden verurteilt, um nichts sagen zu können, glaubt ihnen nicht. Menschen, die unter diesem Regime lebten, mussten es sich abgewöhnen, ihre Ansichten auszusprechen, weil sie sich sonst in Gefahr begaben. Sie verlernten, für sich selbst zu entscheiden und begnügten sich damit, Anordnungen und Verbote zu beachten. Sie gewöhnten sich daran, vorzutäuschen, dass die Zahlen der Pläne Hauptsache wären. Das Erfüllen des 5-Jahres-Plans, die Teilnahme an Brigaden und anderer Unfug, den sich die Kommunisten ausgedacht hatten. Dann kam der Zusammenbruch des Sozialismus und die Erneuerung der Demokratie. Ersetzt erhielt die Welt ihre Freiheit wieder. Die Menschen hatten Reisefreiheit, sie konnten frei handeln und für sich selbst entscheiden. Die Nummern verschwanden. Die Menschen atmeten endlich wieder auf. Verschwanden aber die Nummern wirklich aus dem menschlichen Leben? Wieder Zahlen. Wie viel kostet das oder jenes? Wie viel wird es morgen kosten? Was und wie viel muss der Mensch schaffen, um Vorschriften, die er kennen und beachten muss, gerecht zu werden? Daran war niemand gewöhnt. Vorher hatte der Staat alles getan, die dabei gehörig betrogen. Viele vergessen und sagen, wozu Freiheit, wenn ich mir sie nicht leisten kann? Andere wissen sich besser zu helfen, aber wiederum greifen sie zu Zahlen. Wie viel verdiene ich? Wie viel kann ich mir dafür leisten? Wie ist es um meine Zukunft bestellt? Sie berücksichtigen nicht, ob sie ein erfülltes Leben führen und streben nur noch nach einem höheren Einkommen und nach Besitz, auch wenn sie dabei auf den Köpfen anderer herumtrampeln. Sie kennen ihre Kinder nicht, weil sie keine Zeit haben, sie zu sehen. Ein Leben für das Geld stiehlt ihnen wieder ein Teil ihrer Freiheit. Trotzdem glaube ich, dass der Mensch keine Nummer mehr ist. Er hat die Möglichkeit zu entscheiden, ob er zu jenen gehören will, die nur schimpfen, oder zu jenen, die nur ihren Aufstieg betreiben, oder zu jenen, die leben und ihr Leben genießen, ohne unangebrachte und zwecklose Forderungen zu stellen. Weder der Staat noch sonst jemand nötigt sie, sich ohne ihr Einverständnis gewaltsam in eine Gruppe einzureihen. Ja, das war ein ganz schön langer und sehr eindrucksvoller Text. Dazu möchte ich jetzt, wie bei allen Videos zu diesem Format Zwerg für Courage und Toleranz, möchte ich ja hier auch wieder zu einer kurzen Schweigeminute aufrufen und euch bitten, eine Minute innezuhalten und zu gedenken. Ja, so, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen, dafür, dass ihr der Geschichte gelauscht habt und meiner Erzählung gelauscht habt. Ja, dann bis zum nächsten Video auf Zwergenfürst LP. Bis dahin.